Und jetzt, Anno Penis. Heute, U60 Schlager aus dem Flachspüler. Après-Ski und Ballermann-Hits. Wo Menschen nicht durchs hohe Alter geistig geschwächt sind, um sich von stumpfsinnig banal anmutender Musik bejodeln zu lassen, da muss erst durch massive Zufuhr von Alkohol ein geistiger Aussetzer produziert werden. Anders kann man sich den Erfolg von Menschen vom Formate eines Markus Becker nicht erklären, wenn dieser singt: Ich hab nen Heli-Heli-Heli-Helikopter. Ich hab nen Heli-Heli-Heli-Heli-Hey. Damit flieg ich über Berge, damit flieg ich übers Meer. Ja, ich flieg so gern mit dem Hubschrauber. Man merkt gleich, der Inhalt, sofern einer vorhanden ist, unterfordert höchstens Personen unter der Altersgrenze von 4 Jahren, passt deswegen aber so herrlich ins Konzept. Denn hier ist die Musik nur der Anlass für ein Event, das sich dem außenstehenden Betrachter als kollektives Besäufnis mit Gesangseinlage präsentiert. Après-Ski oder Ballermann-Hits heißt dann auch gleich der dazugehörige Sampler, der von RTL 2 als mehrstündige Verkaufsveranstaltung mit Werbeunterbrechungen einmal im Jahr versendet wird. Hier darf jeder einmal Dieter Bohlen spielen, sich vor einem Haufen Menschen stellen und totalen Durchfall singen. Und statt der eigentlich gerechtfertigten Schläge hagelt es dann Jubel und Begeisterung. Doch warum? Die Melodie, bestehend aus Gitarre, Schlagzeug, Posaune, Ziehharmonika und Kuhglocken in unterschiedlichen Konstellationen, steht den Texten in puncto Anspruchlosigkeit in nichts nach, obwohl die lyrische Qualität häufig noch um einiges tiefer angesiedelt ist. Das Liedgut ist maximal 3 Minuten lang, wovon die letzten 2 nur noch aus Refrain zu bestehen scheinen, gerne auch im Wechsel mit Ullalala oder artverwandten Gröhlchören für die Ganzfertigen. Diese Reduktion an Text geht sogar so weit, dass sich Lieder finden lassen, die mit einer einzigen Zeile aufwarten, die dann immer und immer wieder wiederholt wird und so die gesamte Schaffenskraft ihres Dichters auf tragische Weise dokumentieren. In jedem Falle klingt der Text so, als habe ihn der Komponist auf dem Klo noch schnell am Schluss seiner letzten Sitzung mit abgedrückt. Die Mädchen singen dabei von Trennungsschmerz, Treue und anderen Dingen, die man stereotypisch eher einer BH-Trägerin zuschreibt. Die Jungs hingegen schmachten nach ihrer Herzensdame, oftmals verbunden mit dem Wunsch nach etwas Zügel bedeutungslosem Geschlechtsverkehr bis hin zur sogenannten Restefickerei. Hier scheint dann ein Hormonstau der Vater der Zeilen zu sein, wobei das Sperma bereits auf das Gehirn drückt. Die anderen Themen, die besungen werden, sind die artverwandten Gebiete Saufen und Party, dem Hörer also im Zeitpunkt der Aufnahme gänzlich vertraute Tätigkeiten. Doch mehr als das will dieser dem Grunde nach nicht. Und wenn die Musik dann auch noch davon handelt, was man eh schon macht, dann kann das die Stimmung doch eigentlich nur noch mehr steigern. Also dem Vordermann noch schnell an den Arsch, die Titten oder sonst wo gepackt. Der da oben auf der Bühne singt's doch schließlich auch.